So, liebe Menschen, heute mal ein neues Format. Frag den Naht soll das Ganze heißen. Und ihr habt mir fleißig unter einem Video Fragen gestellt. Und ich werde jetzt auf einige eingehen, die ausführlich beantworten. Und hoffe damit, euch eine Freude zu bereiten. Es gab einige interessante Fragen. Wenn ihr Bock auf ein weiteres Frag den Naht Video habt, dann postet einfach auch unter dieses Video jetzt hier wieder Fragen mit der Kennzeichnung Hashtag Frag den Naht. Der XLP Gaming fragt, welchen Beruf hast du gelernt? Beziehungsweise was machst du neben YouTube? Neben YouTube studiere ich derzeit noch Betriebswirtschaftslehre. Also BWL. Das Ganze ist ein duales Studium bei mir und wo genau das ist, das möchte ich natürlich nicht verraten. Macht aber jede Menge Spaß. Ich kann duale Studiengänge jedem empfehlen. Weiterhin habe ich nebenberuflich noch ein kleines Tonstudio, deswegen kenne ich mich auch relativ gut mit Audio aus. Das Bohrmaschinen fragt, willst du dich in der Zukunft mal zeigen, also als Abo-Spezial? Angepeilt habe ich so in etwa die 100.000 Abonnenten. Da könnt ihr euch dann drauf freuen oder eben Angst vorhaben. Mal schauen. Ugulugu fragt, warum ich denn mit YouTube angefangen habe. Das hat sich eigentlich so ein bisschen entwickelt. Ich hatte schon immer hier ein sehr gutes Mikrofon. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich ein Tonstudio habe und habe das halt benutzt, um Künstler aufzunehmen, aber nicht für mich selber im Regelfall. Aber wo ich es benutzt habe, war der Bereich des Teamspeaks. Und immer wenn ich auf so ein Teamspeak gegangen bin, dann kam, du bist doch ein YouTuber, oder? Ich so, nein. Und sie so, du verarscht uns doch. Nein, ich bin wirklich kein YouTuber. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn so viele denken, dass ich YouTuber wäre, dann wäre ich vielleicht ein guter YouTuber. Und deswegen habe ich mit YouTube angefangen. Ich habe mir gedacht, ich kann auch vielen weiterhelfen, dadurch, dass ich meistens besser über Spiele informiert bin, als andere das sind. Und so habe ich das so ein bisschen kombiniert, dass einige meine Stimme irgendwie gut fanden und dass ich andererseits immer über die Spiele informiert bin. Und so habe ich das ein bisschen zusammengebracht. Und bislang macht es mir wirklich viel Spaß und es scheint ja auch einigen von euch Freude zu bereiten. Spinat fragt, magst du Bratwurst? Ja, ich mag Bratwurst. Ich bin kein Vegetarier, von daher esse ich das ruhig. Flammongo 1 fragt, welches Far Cry magst du am liebsten? Far Cry 5. Wirklich Far Cry 5. Far Cry 3 war auch sehr, sehr geil. Aber 5 finde ich einfach nochmal ein bisschen besser von den Möglichkeiten, die wir da haben. Die Story war in 3 besser, meiner Meinung nach. Aber 5 ist auf jeden Fall mein Lieblings-Far Cry. Und das passt auch auf jeden Fall zur Frage von Le Oreo. Hast du andere Far Crys gezockt, wie zum Beispiel Blood Dragons oder Far Cry 3, 4 und Primal? Ich habe alle Far Crys gespielt, die du da gerade aufgezählt hast. Hat mir auch alles Spaß gemacht. Primal am wenigsten, um ehrlich zu sein. Das habe ich vielleicht 10 Stunden geschafft. Marcel fragt, Pizza oder Döner? Unnötigste Frage ever, aber egal. Döner. Blackbeard fragt, hast du mal Rainbow Six Siege gespielt? Wenn nicht, wirst du es dir holen. Ich habe es noch nie gespielt, am Anfang war das ja ein riesiges Bug-Fiesta und ich habe auch nicht vor, mir das zu holen. Vielleicht irgendwann mal oder so, aber derzeit auf keinen Fall. Fuck Marv fragt, hast du ein Haustier? Nein, ich habe kein Haustier. Aber was ich ganz cool finde, sind Katzen. Es gibt ja Katzenliebhaber und Katzenhasser. Ich mag die eher. Der Freezer fragt, ist zwar eine Standardfrage, aber wie alt bist du und kannst du irgendwann in näherer Zukunft nochmal streamen? Ich bin 26 Jahre alt und ich werde demnächst streamen, denn ich habe jetzt so eine Elgato Game Capture HD. Mit dieser Karte kann ich dann hoffentlich lagfrei streamen. Wer meine Streams bislang nachverfolgt hat, der weiß, die haben immer FPS-Einbrüche oder sind abgestürzt. Aber sauber liefen die nie und ich habe die Hoffnung, dass es jetzt mit dieser Elgato-Karte funktioniert. Ich habe mir noch 2 Kabel dafür bestellen müssen und ich warte gerade darauf, dass die jetzt endlich ankommen. Ginger the Ninja fragt, was ist momentan dein Lieblingsspiel? Momentan glaube ich State of Decay 2. Ich bin gerade noch sehr gehypt davon, das kann sich aber auch schnell legen. Ich freue mich auch unglaublich auf kommende Titel noch, gerade jetzt im August und so weiter. Aber derzeit wirklich State of Decay 2 und Far Cry 5 macht mir auch immer noch unglaublich viel Spaß. Der Nibor fragt, was hast du vor, wenn du die 100.000 Abos geknackt hast? PS, du bist toll, weiter so. Erstmal vielen lieben Dank, Nibor, freue ich mich wirklich drüber. Und wie gesagt, bei 100.000 peile ich so ein Face-Reveal an, dass man dann vielleicht auch mal öfter streamt oder so. Es wäre auf jeden Fall krass. Ich finde diese Zahl sehr unrealistisch und unglaublich groß. Ich hätte aber auch niemals gedacht, dass ich in diesem Jahr über 5.000 Abos knacke. Ich habe im Januar gesagt, es wäre krass, wenn ich Ende des Jahres 5.000 schaffe, weil sich da langsam schon abgezeichnet hat, dass das realistisch wäre. Im Januar habe ich nämlich die 1.000 Abonnenten geknackt und mit Far Cry 5 ist das alles hier einfach nur explodiert. Es ging unglaublich rasant, kaum noch in Worte zu fassen. Deswegen, vielleicht passiert es ja sogar noch irgendwann, aber 100.000 finde ich schon echt hart und echt krass. Respekt an alle, die das geschafft haben. Der Kerem sagt, er hat zwar keine Frage, aber ein Dankeschön für die Hilfe, für Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ja, das mache ich doch gerne. Ich freue mich, wenn ich hier weiterhelfen kann. Mache das ja so ein bisschen auf meine eigene Art, meistens eher kurz und knapp, aber cool.
dass ich da so vielen mithelfen kann. Der Parfig fragt, welches ist dein Lieblingsspielegenre? Meine sind ja RPGs. RPGs finde ich auch richtig, richtig gut. Ich mag Echtzeit-Strategiespiele und Strategiespiele allgemein sehr gerne. Ich mag auch MMOs, spiele ich aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Shooter manchmal. In der Regel nicht, aber so Sachen wie Far Cry oder State of Decay sind für mich keine echten Shooter in der Hinsicht. Da fasse ich eher eigentlich sowas wie Counter-Strike oder so drunter. Deswegen RPGs sind auch ganz vorne mit dabei. Ibims1 Toastbrot, kannst du dich noch an dein allererstes Videospiel erinnern? Ja, das kann ich. Mein erstes Videospiel war am PC und zwar Die Siedler 1. Da war ich noch richtig klein und richtig schlecht. Aber ich habe es trotzdem immer wieder gespielt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Level abgeschlossen, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, was dieses Spiel von mir wollte. Hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht und mich auch so ein bisschen dahin geführt, wo ich heute bin. This is Public will wissen, wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Das würde ihn wirklich interessieren. Das ist eine Abwandlung von einem meiner Gamertags früher. Früher hieß ich Wagnert und ich habe gemerkt, es gibt richtig viele Leute im Internet, die so heißen. Deswegen dachte ich mir, für YouTube wäre das kein guter Name, weil wenn man das eben auf YouTube eingibt, dann kommen andere Ergebnisse, die nichts mit mir zu tun haben. Deswegen habe ich einfach das Ganze ein bisschen abgewandelt und weil ich so einen Tutorial-Kanal habe, dachte ich mir so, ja okay, Fragnert. Dann fragt man mich halt, wenn man eine Frage hat. Ist jetzt nicht gerade ein krasser Hintergedanke, aber ja, so bin ich da drauf gekommen. Ich würde sagen, für heute waren das dann mal genug Fragen. Vielen Dank an Aceton, der hat auch einen zauberhaften YouTube-Kanal und der hat dieses Video hier für mich geschnitten und produziert. Schaut auch da mal vorbei, da gibt es glaube ich derzeit ein Skyrim-Let's Play mit Mods. Wer also Skyrim-Fan ist und wer es noch werden könnte, sollte da definitiv vorbeischauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Fragt den Naht, stellt eure Fragen gern unter dieses Video, wenn ihr noch Anliegen habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Fragnaht.